So. Alles ist okay. Warum von allen Leuten gehst du auf ihn los? Also deswegen. Okay. Oh, habe ich noch einen? Okay. Warte mal, der Lanz wäre doch gut gewesen. So. Wo gehst du auf einmal hin? Will er den Flammen da irgendwie aus dem Weg gehen und ist irgendwie deswegen da rumgelaufen? So. So, hier wird es ein bisschen gruselig, aber wenn wir hier die Gegner schnell erledigen, ne? So, hey, stimmt. Ich habe 32 Schaden und 36, das ist eigentlich nicht so viel. Ja, ich glaube, wir müssen zwar. Nein, müssen wir nicht. Ja, dich kann ich doch bestimmt nicht erreichen. Doch, kann ich wohl. Ach. So, die Situation allerdings, ne? Ich kann ich doch bestimmt dem Rapier und so erledigen, ne? 32 Schaden. Ach. Habt ihr alle, ihr habt Silberschwerter ausgerüstet. Ach. Ja, ich muss den ja machen. Okay, du stehst da ganz hinten. Was? Ich weiß nicht genau, wovon das abhängt, wenn ich ganz ehrlich bin. Da. Ja. Mit einem Schlag ist er weg. Sehr geil. So, dann packe ich dich hier rein, würde ich sagen. Ne? So, wenn ich mit dich verbunden hier reingehe, ne? Und den Rapier einsetze. Dann bist du mit einem Schlag weg. Zack. Was haben wir nur noch? So, jetzt haben wir indirekt das da abgeblockt. Ne? Jetzt kann der ja nicht mehr alles machen, was er will. Jetzt müssen wir nur noch mit der Situation hier irgendwie klarkommen. Uff. Oh. Zur Nord kann ich die immer noch festnageln mit Corin, ne? Aber ein so ein Typ wird uns ja wohl nicht hier fertig machen, ne? Würde ich jetzt sagen. Ich glaube nicht, dass ein Typ uns hier so fertig machen wird. Naja. Einer von denen überlebt eigentlich in Ordnung. Ich glaube, Butcherin wird auch nicht sterben, ne? Wenn er jetzt von zwei angegriffen wird, ne? 38. Das ist einmal 19 und einmal 19 und noch weniger als 19. Naja, alles okay, alles okay. Wie viel Schaden nimmst du? Mit 17 Schaden, das ist eigentlich auch in Ordnung. So.
ich muss mit dir den Langbogen wechseln. Das heißt, okay, sollte hier laufen, alles okay, alles chill, kein Problem, immer schön locker bleiben, ne? Immer schön geschmeidig. So, dann nehme ich hier einmal den. Und dann halten wir dich hoch. Und jetzt ist eigentlich alles okay, ne? So, und ich muss hier mich um den kümmern, ne? Ich kann versuchen, ihn hier mit zu one-shotten, aber es ist wieder so riskant, den hier daneben zu hauen, ne? Na gut, mal so mal. 70%, komm. Okay, mein Gott. Jetzt die Situation, ne? Ihr werdet uns nicht töten, ne? Was, wenn die beiden auf sie losgehen? Weiß ich, was ich da machen kann? So, einmal. Oh mein Gott. Also ich versuch. Konzentration. Ach man. Na gut. So, aber Gott, warum habt ihr alle so schlechte Trefferchancen? Er hat außerdem voll dicke Schaden, ja. Oh Gott, mach mal den ja. Einfach nur, damit du ganz sicher kaputt gehst. Irgendwann wird schon effektiv sein. So, Figur plus 4, cool. So, dann kann ich ihn da stehen lassen. Ich glaube nicht, ne? Geschicklichkeit 17, doch kann ich 32. Das sind 12, 24, dann hat er noch 24, 36, 24, 36, 40. Er wird halt überleben. Wenn ich die Eisenlanze gibt, dann vielleicht sogar noch eher, ne? Also wenn er, wahrscheinlich geht er aber auf ihn los, ne? 38. Okay, 50%. Natürlich wieder eine Protection kann ich ihn einsetzen. Was ich aber machen kann, ist das hier. Der Wischtanz. Ja, vielleicht kann Etienne noch was reißen, wenn sie einen von diesen Schützen hier erledigen könnte, was sie definitiv tut anscheinend. So, und selbst wenn der andere noch auf sie losgeht, kein Ding. Okay, ich glaube, wir haben es. Oh ja, wir haben sowas. Gemacht.
So, jetzt ist eigentlich Dings in Sicherheit. Gehen wir mal hier hin. Und zack. Geht sogar auf sie los. Sehr schlimmer Fehler. Ganz dummer Fehler von ihr. Hätte lieber auf Ember losgehen sollen. Oh. Wen gehst du, Butchon? Ja, geh auf den los, der effektiv gegen dich ist. Was geht? Nein, das ist er mit der Axt. Haha, daneben. Ich habe eine fehlerleichte Eisenlanze. Wow, sehr viel Ausweichen heute. Schöner Tag und keine Verstärkungstruppen. Das heißt, wenn wir fertig sind mit den Truppen, das ist immer das Beste, was passieren kann, ne? Wenn man irgendwie mit den Verstärkungstruppen schon zu Ende mit dem fertig sind, ne? Wenn die Verstärkungstruppen erledigt hat, bevor neue Verstärkungstruppen kommen, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Und da muss man sich nicht mit den vorherigen Verstärkungstruppen noch mal kloppen, während die neuen da kommen. Ich merke gerade, sie ist Level 11, sehr cool. Kaya und Zuf sind noch da übrig, aber wenn die zu uns hinstürmen, dann kommen bestimmt noch mal Verstärkungstruppen oder so, ne? Zweifel hat, die irgendwie die letzten Gegner sein werden. Kommt noch mit einer ganzen Armee oder so an. So. Oh, mir gefällt ihre Trefferrate nicht. Ich verstehe nicht, warum die so schwierig treffen kann. Ich meine, 88% ist immer noch gut, ne? Aber das ist immer noch so 10%ige Chance daneben zu hauen, ne? So. Okay, sehr cool. Dann tun wir für sie tanzen. Durchtanzen. Dann schicken wir sie nach da ein. So, und hier waren auch noch zwei Gegner. Und ja, das ist ziemlich easy, ja, gerade. Cool. KP. KP. Alles klar. Halt, warte, was ich mit ihr angreifen? Dass wieder ein Dings hier bekommt. Eine Ladung. Okay. Oder mach ihn kalt. Ich wollte eigentlich nur eine Ladung geben, ne? Damit du Sigurd wieder einsetzen kannst. Aber okay, cool. Ich sag ja nichts. Okay. Noch Mikaya und Zuf übrig. Von daher alles K.
kein Ding gerade. In die Mitte. Rip. Ja, jetzt kommt sie und bewegt sich, ne? Du hast keine Einheiten mehr. Na, sind noch einige Einheiten. Das sind unglaublich wenig Einheiten. So, oh, die sind aber übel, ne? Kriegerschwert, ach, ja, das soll bestimmt Edward sein, ne? Oder auch nicht, die haben beide Kriegerschwert. Die haben alle. Die haben alle Dings. Was wollt ihr jetzt hier machen, ne? Wir gehen jetzt mal zurück. Kann ich irgendjemanden hier platt machen von hier aus? Stimmt nicht, ne? So, was hat hier eine normale Ballista nur, ne? Bunchka, Bunchka. So, für alle aber die erledigt kriegen, weiß ich nicht. Ich will es natürlich wieder versuchen, weil ich scharf drauf bin, aber ich glaube, das wird etwas schwierig. Wenn die alle ein Ding haben, ne, dann kriege ich die auch nie im Leben alle erledigt. Nein, die doch, na, da habe ich vergessen. Sondern ich bin mit meinem Hauptcharakter jetzt zurückgegangen, weil ich den sein Feuer, das Feuerding hier aktivieren will. Ich glaube, da wird es auch nicht so bringen, weil Flammenkanone, Ballista, habe ich noch mehr von den Dingern. Ich habe noch eine von diesen Flammenkanonen, schade. Okay, kann ich irgendjemanden hier anlocken? Wer hat so eine riesige Reichweite hier? Oh, nee, kann man jetzt nicht wieder mit so was. Okay. Das ist aber der einzige Magier da, außer Mikaya natürlich noch, ne? So. Wo ist Anna hier? Guck mal, wie das hier abläuft, ne? Solange ich da oben das Ding ja noch beschütze, ist alles okay, ne? Nein, bewegt euch alle. Jetzt muss ich hier mal gucken. Im nächsten Zug müssten die eigentlich alle genau da stehen, ne? Einer hier genau in Reichweite von allen. Halt. Kann ich den kann ich sogar erledigen. Weil der nicht in Reichweite von all denen ist. Ich glaube, das mache ich. Dann locken wir die so hier in der Mitte, ne? Dann haben wir schon wieder hier, weil nicht eine Menge Leute hier, die sich mit alles kümmern können. Aber der Tänzer ist da. Sollte sie vielleicht dahin bewegen, ne? Nicht, dass wir da irgendwie ja was machen können, viel. Dutschka. So, du bleibst mal hier, ne? Und dann müssten die alle so ungefähr hier landen, ne?
Survivor Ritter. Ja, aber dann kommt mal. Lass unsere Magie hier wirken. Wir machen null Schaden. So. Okay. Oh nein. So, ihr Kollegen, ne? Ich mache nichts an Schaden gegen die. So, mir gefällt jetzt irgendwie nicht, das weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, die sich jetzt da wegbewegt haben, ne? Wo ist hier, bist du? Das Problem ist, sie haben alle so blöde Steine, dass ich krieg die nicht down. Okay, dich kriege ich einmal down, aber ich brauche ich ja noch mal, das muss ich ja noch mal erledigen. Gut. Dieser eine Typ macht wieder alles hier durcheinander, finde ich. Er ist der einzige, der mir gerade auf die Nüsse geht gerade. So. Ich komme jetzt hier noch so ein nerviger Typ, Mann. Ich. Mein Plan wäre jetzt hier, ne? Warum kannst du dich immer noch? Mein Plan wäre jetzt hier. Warte, was? Doch, wollte schon sagen. So, ich muss erstmal ihn hier erledigt kriegen, ne? Weil die müsste eigentlich fliegen, ne? Ah, wenn ich zweimal treffe, 92. Jemand anders kommt da lang, cool. Das können sie eigentlich einsetzen. Oder auch nicht. Ja, warum kann er sich immer noch so weit bewegen? Verstehe ich nicht. Sorry, am Feuer drin, Mann. Im Dunkelfeuer, Dark Fire. Guck mal, er hat ja nichts an Schaden. So, oh, hi. So, was ich machen muss, ist, ich muss in ihrem Bündnis eingehen. So, und sie muss dann sie angreifen. Nein, muss sie nicht. Verdammt. Willst du sie fertig machen? Ich glaube nicht, ne? Machst du alle nicht fertig, oder? Kritsch 20. Ja. Schaffe 16. Warte mal hier. 1, 2. Ja. 3 an. Oh, yeah. Wegbewegen. Muss ich echt darauf hoffen, dass sie nicht gekrittet wird. Fällt mir ja gar nicht. So. Ich will bitte zweimal treffen.
92% schaffst du ja locker, ne? Und damit habe ich auch schon daneben gehauen ein paar Mal. Deswegen sage ich ja immer nur, ne? Wenn du damit kriegst, wenn du damit doppelst, machst du. Ich würde den gerne erledigen. Aber krieg ich nicht. Das heißt, er wird hier einmal jetzt entweder Stärkung einsetzen oder Schweigen, Einfrieren, irgend so einen blöden Mist. Mann! Na gut, halt. Schaden machst du mir. Du musst mir eigentlich nicht so viel Schaden machen, ne? 12. Okay, 21. Okay, cool. Du machst mich nicht fertig. Okay, dann machen wir so. Ich muss erst einmal. Volganon, tust du mich nicht doppeln, ne? Aber ich kann nicht, ich kann sie nicht dahin bewegen, ne? Nee. Verdammt! Hey! Blöder Dreck! Muss ich echt darauf hoffen, dass hier Dings mich nicht trifft. Mit einem kritischen Treffer. Die haut doch so was von einem kritischen Treffer hier rein und ich bin weg. Ah, da muss ich ihn ja auch noch. Oh, nee. Jetzt muss ich ihn erledigen damit. Dings, cool. Und da muss ich echt darauf hoffen, dass hier der eine Typ mich nicht mit den Dings treffen wird. Ey. Cool, ich liebe es. Ich werde natürlich so viel Glück haben, ne? Ich werde mit absoluter Sicherheit so viel Glück haben, ne? Sie mich nicht krittet. Aber sie hat jetzt weniger Crit-Chance und so, oder auch nicht. Ich kann natürlich auch Rettung einsetzen, ne? Aber ich habe keine Heiler mehr. Okay, vergiss es. Noch nicht mal hier vorbei, ey. Naja, ich hab auch was. Ja, klar, cool. So von klar. So, er kann jetzt mit dem Kriegerbogen jemanden doppeln. Finde ich nicht gut.
aber niemand sollte eigentlich davon sterben, ne? Weil jeder kann ja kontern, das heißt, er bekommt keine Crit-Chance bessere, er bekommt keine bessere Crit-Chance. Er kann jetzt auf einmal da vorbeilaufen. Wann kommst du auf einmal du da vorbei? Komm hier hin. Ich kann außerdem hier versuchen, ne? Ich bezweifle, dass er mit einem Schlag down gehen wird. Ne? Ich versuche mein Glück lieber mit ihr hier nochmal. Da kriege ich einen kritischen Treffer. Dann haben wir den auch erledigt. So, alles müsste jetzt gut gehen, solange. Aber wir müssen den so aufleppern. Okay, solange Mikaya einer nicht krittet, ist eigentlich alles okay. Solange Mikaya einer nicht krittet, ist alles okay. Das ist das Einzige, was hier nicht passieren darf gerade, ne? Ich möchte es nur sagen, ne? Mikaya darf Anna nicht kritten. Alles andere ist cool. Okay, ich platziere sie hier rein. Und hier ist Feuer. Mikaya darf Anna nicht kritten. Ansonsten alles cool. Danke. Oh Gott. Der hatte auch ein verdammtes Krieger-Bäffchen. Wo ist denn der jetzt auf einmal hingegangen? Ah. Ja, ach, habe ich gar nicht gesehen. Hat er unten auch welche gehabt, ne? So. Blödes, ich muss jetzt hier mit denen allen abhauen. Ich glaube nicht, dass ich mit denen ja wegkomme. Oh Gott, ich hasse es. Was ist diese Trefferchance, Mann? Warum müssen es fliegende Einheiten sein? Gegen alles andere hätte ich hier vorsorgen können, aber ne. Mit ihr hier nicht weg. Sehr dämliche Platzierung gerade. So, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, sie ist da nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich da rechtzeitig rauskomme. Aber ich habe eine Idee. Der muss ich da rausgehen. 1, 2, 3, 4, 5.
ist auch richtig, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Tente. Ich kann mich aber nur 2, ne? Nein, verdammt. Ja, wenn ich die Reichweite von ihr sehen könnte, aber jetzt, weil meine Leute hier alle stehen, sehe ich das nicht. Okay, ich meine eigentlich, sie müsste halt eigentlich auch überleben, ne? Ich muss sie da festnageln, geht nicht anders. Okay. Haben wir einen Link schon mal runtergedrückt. Ist auch nicht schlecht, ne? So. 35, sie werden ja wohl nicht. 20, da ist eine Menge Schaden. Was ich jetzt machen kann, ist eigentlich hier noch sie da hinpacken. Dreck. Hey. Sechs. Hm? Nein. 7, 8. Ach, komm schon, Mann. 9. Ah, ich glaube, da wird aber nichts. Ah, warum müssen die fliegende Einheiten sein? Ganz ehrlich. Ah, kannst du bitte kritten? Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst nicht kritten, aber kannst du kritten? Was ich noch mal so könnte, ist, ne? Wir sind einfach zu viele Gegner. Wir hatten noch voll wenig Gegner gerade hier, die wir uns kümmern konnten. Ich habe noch so viele Ballisten hier überall, ne? Damit kann ich die voll erledigen. Ja, ne? Aber niemand kann die erreichen. Warte mal, wo ist Etty? Etty, Etty, Etty. Mit die. Ne, kann ich nicht machen. Die kommen sogar daran. So, wir machen Folgendes, okay? Oh, sehr gut. Ah, du hast auch zwei Dinger. Boah. Okay, Folgendes. Okay, du musst kritten, also nebenbei. Vielen Dank. So.
Dann musst du tanzen einmal. Dann musst du hier hingehen. Ah, ist ein bisschen Verschwendung mit ihnen jetzt hier, aber was soll's. So. Machen wir den ja. Okay, ich glaube, ich hatte uns dann komplett retten wird, aber wir können mal versuchen, ne? So, dann muss ich den ja mal versuchen, ne? Ja. Zack. Dann müssen wir uns um die kümmern. Sowieso niemanden von hier aus. So, sind wir jetzt sicher? Ich weiß es gar nicht. Nee. Oh mein Gott, warum? Warum nicht? Oh mein Gott, der macht ja auch nichts an Schaden. Man muss ja noch heilen und so, ne? 25, ach. Ja, dann muss ich den ja machen. Langbogen, Langbogen. Langbogen, bitte einmal. Oh ja, der wäre eigentlich nicht gut. Der wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Ich habe das Gefühl, dass er wird ein bisschen wehtun jetzt, ja. Schaden macht ihr so viel, aber damit werde ich so. Wir haben jetzt immer noch von 2 getroffen. 18. Nein, sie wird gedoppelt. Gibt es jetzt nicht. Ich muss den erledigen, ja. Geht nicht anders. Oh mein Gott. Boah, hängt jetzt alles hier von Dings wieder ab, ist klar. Oh, sie wird da nie im Leben treffen, ey. Aber ich kann garantieren, dass sie trifft. Warum? Oh mein Gott, ich muss echt jetzt darauf mich verlassen, dass sie trifft. Dass sie mir auf den Arm nehmen. Treff 63%.
Wir sind tot. Oh mein Gott. Ich kann ihn nirgendwo hin bewegen. Oh mein Gott. Alter, muss jetzt ein paar Mal ausweichen. Geht nicht anders. Oh, der was hier hat. Jetzt bin ich sicher, Anna wird jetzt fighten. Aber oh mal, natürlich bewegen die jetzt als letztes, ne? Level 11. Die ignorieren mich. Okay, ich glaube, wir sollten uns um Mikaya kümmern, weil da kommen gerade zu viele Gegner und ich bin schon mehr als Level 8. Okay, wenn die Gegner mich ignorieren, dann weiß ich aber, was zu tun ist hier. Mann, die gehen dann alle hier hin, ne? Weißt du? Das heißt, wenn ich ihn hier hinpacke, ne? Das heißt, okay, dann. Und dann müssen die an dem vorbeikommen. Er tut mich doch jetzt ignorieren, oder? Er hätte jetzt voll die Chance gehabt, Anna zu erledigen, ne? Aber habt ihr nicht gemacht. Oh, ich hätte mit Bolger nun eingreifen können. Ich krieg gerade so einen Anfall. Dazu muss ich mich eigentlich nur noch um die Leute hier kümmern, ne? Dich treffen, damit du alle Leute da um dich herum triffst. Oh, sehr cool. Tun die mich jetzt ignorieren oder nicht? Das ist jetzt die Preisfrage, ne? Kann natürlich den direkt vor mir nicht treffen, ist klar. Na gut. Ich nehme jetzt mal an, die ignorieren mich, ne? Aber wenn nicht, dann haben wir ja Probleme. Ach, ich nehme ja gar nichts entscheiden gegen die.
wir nehmen ja ein bisschen zu viel Erfahrungspunkte mit Anti weg, aber was soll's, ne? Super starker Angriff mittlerweile. Wenn ich ein Dings mit dir hätte, ne? So, ich habe versucht, das. Ne? Schnitter. Ah, sehr cool. So, die stecken alle da fest, ne? Warum so wenig Crit? Warum so wenig Trefferchance? Wenn der trefft zweimal. Der hat schon Treffer plus 15 als Fähigkeit, ne? Wir müssen uns aber um sie langsam mal kümmern, ne? So, oh mein Gott, guck mal die Trefferchance an. Oh, damit kann ich auch treffen. Mach mal lieber das, ja. Warte, weil er hat zwei Dinge, also ich gerade muss jetzt erledigen. Habe ich dran gedacht. Verdammt. Ah, das ist auch noch in Reichweite. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, das kann man nur draufhauen. Ah, nee, die können sich ja nicht bewegen. Okay, das Problem ist, jetzt habe ich Ei wieder voll in Reichweite gepackt. Die wird jetzt mit der geballten Kraft von Mikaya und Sof fertig gemacht. Dreck. Okay, ja, kann man nichts machen, ne? So, SMD, wer kriegt schon auch passieren, ne? Glaube ich da einpacken. Ich Glück habe erreicht sogar noch Dings da, ne? Ne, doch. Gott, bitte. Was? Boah, wenn du ihn erledigen könntest, der wäre so gut gerade.
Nein. Ivy ist tot. Aua. Außerdem schafft es ihn mit einem Konter zu erledigen. Geschicklichkeit, ja, wir so brauchen zum Ausweichen. Gott. Treffe ihn. Ja, und du bist tot. Mein Gott, diese blöden. Okay. Ja, die scheint echt alle meine Charaktere zu ignorieren. Die kümmere ich mich jetzt aber nicht alle. So, zum Glück habe ich sie etwas spät bewegt, glaube ich. So. Was soll man das Ganze nochmal? Packen sie diesmal nicht in Reichweite von Dings. So, so ist schon viel besser. Mein Gott. Ich habe immer noch Hoffnung, dass du ihn vielleicht kritten könntest. Das ist ein bisschen Arbeit hier, Spaß. Einfach so. Jetzt hast du sie aber daneben, ne? Ignus. Okay, cool. Ja, jetzt läuft ja alles nach Plan. Ja. Wo kommt das Pferd her? Ich bin Sigurd geklaut. So, den der Mauer lege ich. Cool. Da ist müssen wir mit Kaya, aber glaube ich im nächsten Zug erledigen. Pack sie mal hier hin. Vielleicht kriegen wir ihn erledigt. Nein. Gesagt, Mutter. Okay, es ist nur Mikaya da. Cool. So. Damit sie jetzt krittet, ne? Manche Leute denken übrigens, Mikaya ist einer der schlechtesten Hauptcharaktere überhaupt von den Werten her, was ich irgendwie nicht verstehen kann. Und der Hauptgrund, warum einige Leute das denken, ist, weil sie nicht viel aussieht, ne? Weil sie halt ein Hauptcharakter ist, den man beschützen muss, ne? Weil wenn der Lord drauf geht, ist man ja kaputt, ne? Und ja, der Hauptgrund, warum einige Leute glauben, sie ist so schlecht, ist, weil sie halt nichts aushält, ne? Weil sie halt Magier ist. Magier haben nicht gut Verteidigung. Und das ist schlecht. Wobei ich mich aber frage, wer packt seinen Magier an der Frontlinie? Magier ist nicht an der Frontlinie irgendwie gedacht, ne? Von daher, ja, was ist da für eine Logik, ne? So.
Weiß nicht, ob ich die Gegner noch ignorieren soll. Von Mikaya wegrennen soll oder nochmal mal versuchen wir mal. Mein Auftrag, da kommen sie sowieso nicht durch, ne? Der steht da wieder eins. Versuchen wir mal. Hey, guck mal da. Ich meine, wenn die nicht auf mich losgehen, ne? Dann gab ich mir ja noch hier die Kills ab, ne? Muss eigentlich nur außer ihrer Reichweite sein dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Aber in der, also die gleichen Gegner. Weil solange wir die ganze Zeit nur außerhalb Mikayas Reichweite sind, können wir ja noch so weitermachen, ne? Den Kills abgraben und so, ne? 30 Glück, ey. Aber man sieht nicht anders. Dingenskirchen Fähigkeit. Okay. Warum da funktioniert, ne? Da blieb gern noch hier. Und gab mir noch ein paar Kills ab. So, dann mal hier. Was jetzt passiert? Gehen wir noch weiter. Kann ich mich jetzt echt ignorieren? Die haben noch nicht mal angegriffen. Ja, okay. Kommen aber viel zu viele Gegner gerade. Ja. Komm mal, viel zu viele Gegner, gegen die komme ich nicht alle an. Die werde ich nicht alle abgraben können. Das mache ich aber doch schon ein bisschen neugierig, ne? Tani, ne? Tani ist halt ein. Tani ist halt hier ein Rapier in AG-Form. Da kommen noch mehr Gegner. Wie viele Gegner kommen denn hier noch? Oh mein Gott, die greifen mich an. Oh, die haben mich angegriffen vorhin. Ich habe da kommen endlich Gegner. Hört dabei an. Ja, okay, ich verstehe schon. So. Ja, ne. So, habe ich noch alle? Ja, ne. Steht noch am Leben. Ja. So, müssen wir mit Kai jetzt erledigen. 10, 11, 12. So, müssen wir mit Kai erledigen. Diesem Zug hier.
Irgendwas sagt mir, es wird nicht so schwierig sein. ja. Oh. Ja, Tani wiegt halt eine Tonne, ne? Damit wird sie bestimmt die ganze Zeit gedoppelt. Tani ist mehr oder weniger ein super schwerer Rapier, weil sie halt eine Lord-Klasse ist, ne? Deswegen braucht sie halt eine Dingens für alle. Alter, er macht sie. Naja, fast. Ah, warum habe ich keinen Bremslayer mit dabei? Okay, warum mache ich die fertig? So, ich grabe natürlich noch ein paar Kills ab, bevor ich Kapitel beende, ne? Aber ich werde jetzt nicht warten, bis hier die ganzen Dinger vorbei sind. Ich glaube, die kommen unendlich. Kann ich immer mit einem Schnitter erledigen? So zwei kritische Treffer kommen. Nein. Das Impact-Geräusch, ne? Es wird dir jemand so einen riesigen Ballon gegen das Gesicht werfen. Weiß ich, warum das erste ist, was mir in den Kopf kam. So. Aber du erreichst sowieso niemanden, von daher. Aber den. Zack, zack. Passt. Also 1-2 AP. Naja. Sehr gut. Da hat er nochmal Verteidigung unterbekommen. Schlag weggepustet. Oh, sehr cool. Ah, kriegst du die down? Da wäre super. Nach jetzt habe ich gar nicht Ike hier hingepackt, ey. Nein. Ich will sehen, was passiert, wenn Ike hier irgendwie Dings hat. Na, was soll's. Was soll's. Naja, lass mal das. Geld, kein Geld. Das müssen wir aber auch treffen, ne? Gut schauen.
Jetzt alles so konzipiert, dass du jetzt ja den Gnadenschuss geben kannst. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also mindestens Level 10. Bis auf Butch schon. Du musst also den letzten Treffer. Du kriegst noch nicht mal Level 10 an durch, habe ich so ein Gefühl. Na gut. Warte. Da muss natürlich wieder alles treffen, ist klar. Ja, gut, gucken wir mal. Okay, cool. Haben wir auch geschafft. Und Etty, ja. Stimme ich zu. Die hat ganz schön reingehauen. Gut, damit haben wir diese Sidequest auch erledigt. Die war nicht so... so schwierig, fand ich jetzt. Oh ja. Mein einziges Problem war, dass ich nur nicht alle Gegner auslöschen konnte. Ich hätte liebend gerne alle Charaktere noch, alle Gegner fertig gemacht. Und ich habe vergessen, mit Ike auf sie loszugehen, verdammt. Was die Zukunft ist. Lass die Welt retten, kein Ding. Okay, cool. Dann haben wir noch zwei Sidequests, die wir nicht beim nächsten Mal machen, weil nächstes Mal machen wir die Hauptstory. Ja, aber wir haben eine Menge Nebenquests jetzt aus dem Weg geräumt. Es sind ja eigentlich nur drei Stück übrig, ne? Roy, Notiz und Celica. Und dann, sobald wir Marv zurückbekommen. Oder haben wir für den... Nee, für den haben wir auch keine gemacht, ne, damals. Da ist nur noch drei Side-Quests, drei DLC-Quests. Zwei DLC-Quests. Das heißt, wir haben noch fünf Nebensachen. Und dann noch, je nachdem, wie viele Kapitel kommen, ne? Wir sind schon in Kapitel 21. Ich sind irgendwo bei Packers, ich bin mir zu 20% sicher. Also ja, ich glaube, da könnte sogar noch so unter 100 Parts werden. Aber ich nehme an, es gibt so ungefähr 25 Kapitel, so Hauptstory-Kapitel. Das ist so der Schnitt bei Fire Emblem-Spielen normalerweise. Ja, ich finde... Wir müssen dann fertig sein diesen Monat, nächsten Monat im April, ne? Wir schon fertig sein. Ich weiß es nicht. Eins. Nordwildkatze, du gehörst jetzt mir. Die Charaktere sind auch unglaublich stark geworden, finde ich. Ich bin mit fast jedem Charakter schon so auf Level 9 oder 10. Ne? Das heißt, ich bin sogar halbwegs gut gerüstet für nächste Story Kapitel. Soweit die Theorie, ne? Weiß ja nicht, was da wieder kommt, ne? Kann da wieder was voll Böses und Ungemütliches sein, was da kommt. War es vielleicht ein wilder Bär? Nein, es war Ike. Der ist mehr wert als drei Bären, oder wie es ein Charakter aus Fire Emblem Radiant Dawn damals beschrieben hat, Ike irgendwie, weil nicht irgendwie so stark wie 10 Lagus. Das ist diese
diese Leute waren, die sich im Bestien verwandeln konnten. Die Lagus erzählen sich Geschichten von ihr. Eine Legende unter dem Beorg. Der Stärke eines Lagus. Ich glaube, so hat er wie gesagt. Ne? Irgendwie der, was war das, der Neffe von dem König der Löwen. Der König der Löwen Lagus, okay. Hatte ich mit euch schon geredet? Ja, ne, ich bin einmal so rumgegangen. Gut, dann gehen wir ja wieder nach Hause. Zum Somniel. Nein. Ich nehme an, jedes Mal, wenn ich diese Dinger im Nachhinein bekomme, hinterher, dann habe ich wohl irgendwo welche verpasst, ne? Oder ich habe verpasst, mit jemandem zu reden, der mir welche gibt, ne? Nehme ich jetzt mal an. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso die Dinger irgendwie so random aufploppen am Ende. Bandgespräche sind verfügbar, stimmt. So ein paar sogar, ne? Temera und Aiko. Warum kann er es denn dann riechen? Ja. Kannst du riechen, aber nicht schmecken? Warum nicht? Er kann auch ein Schwert halten. Du hättest sie geliebt. Jedes Mal, wenn einer einen Gnadenstoß gegeben hat, hat sie geschrien: Hilda, Hilda. Stell dir vor, das wäre das Letzte, was du je im Leben leben kannst. So, und haben eine Menge Supports: Amber und Selkov. アンバー、お前に話したことは。俺に話したって何も答えられないぞ。勘違いするな。政治の話ではない。俺はお前に個人的な用事があるんだ。用事があると言われても別に因縁をつけられるよ。アンバー。 俺にアルパカの毛を譲ってくれないか。え？ある牧場で取れるアルパカの毛が手に入らなくて難儀していてな。風の噂でアンバーがアルパカの里出身だと聞いたんだ。あの里の牧場では他のものと違う一級品の毛が取れると聞いた。まあそうだな。故郷のやつらは ふわふわのモコモコだ。やはりな。お前なら容易に手に入れられるのではないか。故郷に頼りを出せば送ってくれるとは思うが、何に使うつもりだ。編み物だ。ゼルコバが編み物を？意外な趣味だな。意外な趣味とは失礼だな。編み物は高い集中力を要する。 Er macht immer so ein bisschen Pause, während er einige Worte sagt. Mit meinen ultimativen. Für deine Hilfestellung. Das ist das Gefühl, er will immer irgendwie was anderes sagen, aber denkst du dann noch so, nee, sag mal. Nee, lass das lieber nicht sagen, weil sonst komme ich voll wie ein Weirdo rüber. Deswegen sage ich diese Sache. So, wow, Etty. Also eine Menge Supports. あの根野菜は筋肉鍛錬を愛する者にとって欠かすことのできないお野菜と言われています。 ありがたくいただきますわ。失礼します。横から恐縮です。ちょっとお待ちを。
Es ist irgendwie falsch, dass ich irgendwie will, dass er Team Gold Mary eine reinhaut. Wie klein sie vielleicht zuerst. Dann pack sie in einen Chokehold. Einfach von hinten packen und dann zudrücken. Den Hals. Also den Hals, ne? Ich weiß ja nicht, was ihr schon wieder gedacht habt, ihr Schweine. So, dann haben wir Eddie und Jade. こんなところで。オッケー。まじ、自嘲は?あら、ジェイドさん。今夜も鍛錬ですの?素晴らしい。精が出ますわね。あ、いや、別に。そんな喧騒なさらないで。私たち、毎晩のようにここでお会いしてるではありませんか。私は鍛錬ではなくて、さすが、ブロディアのお方は謙虚ですわ。少しやったくらいでは。 鍛錬と呼べないとおっしゃりたいのですわね。私も見習わないと。ああ。戦い描写も本面。役の多くも出し。な、なんですの?なんかブツブツとおっしゃっておられますけど。別に何も言っていないわよ。そうですか。ならいいのですが。 Okay. Haben wir so stehen lassen, alles klar. So. Hätte ihr Butcher on. Sie haben Muskel gepacktes Gespräch wahrscheinlich. Nodokana Komorebi war Psycho danach. Bushiron-san. Pickus. Nanno yoda, Eddie. Koreori sukoshi kansatsu o sasete kudasaimashi. Kansatsu tte nani o da? Bushiron-san o desu wa? そして筋肉の秘密を解き明かすのです。そうか。まあ好きにしてくれ。ありがとうございます。見た感じは何もないですわね。服に重りも仕込んでありません。と思ったらお腹の部分に鋼の感触が。なんだ、やっぱり秘密がありましたのね。それは筋肉だ。ま、まあ。 失礼いたしましたわ。てっきり何か仕込んでいらっしゃるのかと。例えばお腹に巻くだけで腹筋がつく便利な道具とか。そんなもんつけていない。手に入れたらATAに譲るさ。なんて仲間思いですの。ああ、なんだか腹が減ってきたな。弁当でも食べるか。いただきま。お待ちくださいませ。なんだよ。 まずはプロテインの念頭ですわ。秘密が隠されているのでは。あ、俺のサンドイッチ。おかしいですわね。普通のサンドイッチですわ。特殊な薬物の類でも塗り込まれていると思ったのですが。だから、俺は本当に何もしていないんだって。俺の昼飯返してくれよ。 Okay, gib mir 10 Stunden. Was? Okay, cool. Ich finde die Support schon unterhaltsam, ne? Ich finde es gut, dass die nicht 10 Stunden dauern. Ich weiß, ich sag das schon zum millionsten Mal, aber oh Gott, ey. Vor allem im Free Houses. Da dauern die Supports länger als die Story. So, was wollte ich machen?
wollte erstmal hier meine Items abholen. Okay. Da darf ich für 2 Sterne bekommen. Cool. Nehme ich gerne. Dann habe ich da nur was zu essen und was habe ich da noch reingepackt? Ich glaube ein Eisendolch oder ein Eisenbogen, irgendwie so was, ne? Cool. So. Arena, meine Güte. Das spielt ja schon ein paar Tage nicht, ne? Und dann weiß ich schon wieder nicht, was ich machen muss, ne? Wenn ich so viel auf Lager hatte, deswegen habe ich so 2-3 Tage nicht aufgenommen. So, wer braucht denn jetzt Training? Oh nein. Guck dir einer an, wunderschön, ne? Hier schon so auf Level 9 oder 10 rumheuern, rumhängt. Wer braucht denn hier noch Training? Ich meine, Wanda offensichtlich, aber den kriege ich mit Mikaya. Ich wollte eigentlich Wanda heute mitnehmen, aber wir spielen ja Mikayas. Wir haben ja Mikayas Dings gespielt, von daher dauert gelassen. Er ist kurz vom Level Up. Wir haben mal jemanden in der Arena reinpacken, der es schwer hat, irgendwie zu trainieren außerhalb der Arena. Aber ist eigentlich niemand, ne? Alle sind stark. Dann packen wir mal ein paar Leute auf Level 10. Und erstmal Alfred ausrüsten, ne? Nimm du mal das hier. Alfred, ich glaube bestimmt ein Level Up, wenn du jemanden erledigst jetzt, ne? Das dürfte klappen, ne? Oh ja. Sag. Überhaupt kein Problem. Mehr Stärke. Cool. Ja, kann ich euch hier eigentlich gucken. Butcheron. Ja. Aber gehen wir das andere Tomahawk, das schon voll hochgeballert ist und so. Also nicht voll hochgeballert, aber das stärker ist. Na, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Doch. Ich habe gerade 13 gezählt. Butcheron. Rein da, mach die fertig. Ja, immer das ist. Ja, das dürfte klappen. Der Haltung ausgerüstet. Ja. Da hat wohl nicht geklappt, Kollege. Oh, schön. Oh, Beendigkeit, sehr gut. Hat er eigentlich ein... Weil Panett hatte doch auch schon. Oh, ich sehe jetzt, ich habe das... Nee. Weil Panett hatte schon Beendigkeit maximiert, oder? 23, okay. Hat irgendjemand schon mal maximiert? Noch ein paar grüne Zahlen sehen. Oh, Butcheron hatte Verteidigung. Ja, stimmt, habe ich ja. Jade hat Resistenz, genau. Von werden wir jetzt... in Zukunft einige Werte sehen, ne? So, wer ist denn hier noch? 3 Kills, 3 Level-Ups, wäre natürlich perfekt, ne? Los. Was geben wir dir denn mal? Wir geben dir eine... irgendwann was treffen kann am besten, aber es kann mit allen ja nicht gut treffen, von daher mal gucken, ob ich die hochgelevelt krieg.
So, jetzt noch ein Kill am besten, ne? Einer mal drei Level Ups noch außerhalb abbekommen. Oh ja. Er macht mit dem Panzerbrecher 2 Schaden. Alter. Mit dem Panzerbrecher hat er 2 Schaden gemacht. So, Verteidigung noch mehr. Alter, ich glaube, ich habe noch nie einen Ritter gesehen, der so viel Verteidigung hatte. Das geht wahrscheinlich noch immer weiter, ne? 41. Gibt bestimmt bis auf 40, ne? Bis er gecapped wird. So, dann war es das aber für heute, ne? Ich fand, das lief relativ chillig, relativ gut, ne? Und ja, hatten minimal Probleme in dem Kapitel. Wir werden natürlich noch eine Menge Gegner abgreifen können, aber was soll man machen, ne? All meine Charaktere haben relativ gut gelevelt, sind mindestens Level 10 jetzt, ne? Gut, schauen, ob ich jetzt nachgeholt. Von daher klappt das eigentlich, ne? Hätte ich schon auf Level 12. Hm. Wer sind denn ja von der Macht her meine stärksten Charakter? Ich glaube Chloe ist verdammt stark, ne? Ja, mein Hauptcharakter, der aber der hat so 3-4 Level Vorsprung, also der hat Macht 164. Selina hat 151, auch nicht schlecht. Timera 150, Jade 152, also hier ja schon über 150. Ja, John, ja natürlich John, der hat alle Werte über mindestens 13. Das ist schon krass. Kagetsu hat auch verdammt hohe Werte. Ja. Chloe 157. Sie hat jeden Wert auf mindestens 14 oder 13. Ich glaube 12, ne? 11. Sie hat Verteidigung plus 3. Hortensia hat 153. Oh ja. Wer ist denn der Schwächste? Ich meine, Wanda ist offensichtlich auf 83, ne? Ich glaube, Brunette ist auch relativ niedrig, ne? 124. Panett. Aber Panett hat eine Menge Stärke. Also da macht sie damit wieder weg, finde ich. Und KP wird ja, glaube ich, auch nicht dazu gerechnet, ne? Von daher. Ah, 118. 114. Ja, aber du bist es dafür. Luis ist halt nur stark in den Werten, den er braucht, ne? Also Verteidigung. Ja, aber Rosado habe ich auch gemerkt, ist nicht so unglaublich gut von den Werten her, ne? So, Sidal braucht nicht viele Werte. Sidal braucht keine Stärke, braucht keine Magie, der braucht keine Fähigkeiten, der braucht eigentlich nur Geschicklichkeit, Verteidigung, Resistenz und Glück. Aber da ich den sowieso außerhalb der Kämpfe habe, immer braucht er alles nicht. So, Ember. Hm. Erfüllt auch seinen Zweck, finde ich. Wenn ich jemand gekillt haben muss, dann ja, der ist voll die typische Glaskanone. Viel Schaden hält aber nichts aus. Na, okay, aber war's dann, ne? Ich mache auf Screen wieder meine Runden, bereite mich auf das nächste Kapitel vor. Ich sollte mir mal angucken, wie das heißt, sonst verpasst ich dann immer die Rückkehr. Genau, Kapitel 21, und dann sehen wir mal, wie es da weitergeht in der Story, ne? Weil nebenquestmäßig sind wir jetzt erstmal vorgesorgt. Finde ich gut. So, im Sinne davon sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr hinterlasst, bitte ein Like, ein Abo oder vielleicht sogar einen Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Bonk, bonk. Bonk.